Hallo, heute spielen wir die Mission Abreise. Natürlich auch auf schwer. Panzerung, Einstellung bestätigen, spielen wir alleine und spielen. So, dann schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Ja, es lädt. Es lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Und es lädt immer noch. Ach, jetzt hat es ausgeladen. Schalte die Zeugin aus. Okay. Kann mir auch jemand sagen, wo mein Auto steht? Was macht mein Auto da oben? Gar nicht gut. Okay, es tut mir leid. Kurz den Mechaniker anrufen. Ich will da mit meinem Auto fahren, mit so einem 0815 Auto. You calling for some wheels? I'm Johnny so, on the spot. Nehmen wir mal mein NTT. It's coming at you. So, wo bringst du mir jetzt hin? Na komm, wo bringst du her? Ja toll, gerade auf der anderen Seite. Ja, du bist doch ein Schwachmat. Unglaublich. So, wo ist die Zeugin jetzt? Die steht hier. Na gut. Also ich sag's mal gleich, ich war noch nie gut aus dem Auto rauszuschießen während der Fahrt. Aber einmal ist immer das erste Mal. So, fotografieren wir noch kurz die Zeugin. Wo ist sie denn? Muss reichen. Gut, haben wir fotografiert. Ja, dann müssen wir noch kurz die Cops abschütteln. Sollten wir doch wohl auch hinkriegen, 2 Sterne. Ja, so viel zum Thema, sollten wir hinkriegen. Ja, Sapperlot. Nein, jetzt habe ich mein Auto auch noch versenkt. Verdammt. Naja, wenigstens in der Zeit können wir mal kurz die Versicherung dann anrufen. Mann, ärgert mich das jetzt. Kurve nicht gekriegt und Auto versenkt. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Knapp 10.000 jetzt dafür ausgeben. I'll do my best. Dann packen wir mal die Waffe weg. Okay, die Cops sind abgeschüttelt. Eieieiei, fängt. Die Mission hat so gut angefangen. Und dann versenke ich mein Auto. So, bringt mein Mechaniker mir das wenigstens. Dann muss ich nämlich nicht darüber laufen. Mein Mechaniker denkt sich bei der Mission wahrscheinlich auch, was für ein Schwachmat, ich muss dem zweimal das Auto bringen. Ja, ich sag doch, der denkt sich, das ist so ein Vollidiot, dem bringe ich das Auto nicht. Ah, toll. Muss ich mir selber ein Auto organisieren. So, was fährt hier rum? Ja, komm, nehmen wir einen schönen Jeep. Dann haben wir wahrscheinlich gleich wieder die Cops am Hals. Keine Cops? Okay. Das gefällt mir jetzt natürlich, dass wir keine Cops am Hals haben.
Ja, ich weiß. Vielleicht denken sich jetzt ein paar, aber wieso fährst du nicht einfach mit dem Auto da kurz zu Matsos Haus? Dann hast du es erledigt, aber ich will mein Auto haben. Weil nachher muss ich das dann sowieso abholen. So, hier kommst du nicht durch. Da war keine Straßenbeschilderung, ich habe nichts gesehen. Oh! Boah, das will ja natürlich da auch abbiegen. Unglaublich. Oh oh. Das hier sind nicht meine Linkstraßen. Hier fliegt nur so viel. Aber egal, das packen wir jetzt da noch hoch. Trotz dem ganzen Gegenverkehr hier. Jetzt sind wir ja eh schon oben. So, und das war die Mission Abreise. Ja, immer wieder gerne mit dir Geschäfte zu machen, ich weiß. Ich bin einfach gut. Mission bestanden. 12.000 Dollar und 2.100 Erfahrungspunkte. So, wenn euch das auch gefallen hat, dann schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein.